So, ihr Kleinzuckerschnecken, eure Haushaltsperle Maxim ist wieder am Start. Ich habe einige Produkte aufgebraucht und einige Produkte haben die Art und Weise, wie ich dieses Haus sauber halte, wirklich positiv verändert. Und ich dachte mir, weil wir alle volljährig erwachsen und einen eigenen Haushalt haben, dachte ich mir, reden wir auch ab und zu mal über ein bisschen Putzzeug. Und einige Produkte, sie sind wirklich, wirklich gut. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In den letzten, ja, seitdem wir hier wohnen, hat sich einiges verändert. Es ist deutlich mehr sauber zu machen als in der kleinen Wohnung in Berlin. Ich möchte Effizienz. Ich möchte nicht den ganzen Tag putzen. Ich brauche für einen wirklichen Putzputz 4 Stunden. Und ich habe keine 4 Stunden, deswegen teile ich das immer so ein bisschen auf und probiere immer so ein bisschen zwischendrin was zu machen. Ich habe euch neulich bei Instagram gefragt nach ein paar Hacks, die ihr mir geben könnt, wie man ein bisschen sauberer sein kann. Und ich dachte mir, die teile ich mit euch einmal in diesem Video. Also bleibt unbedingt dran, denn da sind wirklich gute Produkte und da sind nämlich gute Tipps mit dabei. Und ich habe hier ein paar Produkte, die ich aufgebraucht habe, über die wir gerne ein bisschen schnacken können. Falls ihr hier neu seid und Teil der Community sein wollt, lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ihr müsst zweimal raufklicken, dann verpasst ihr keine Videos. Ich lade mindestens seit 6 Jahren 3 Videos die Woche hoch. Manchmal sind es sogar 4 oder 5. Ich glaube, diese Woche waren es auch ein bisschen mehr. Irgendwie so, je nachdem, wie viel Content gerade da ist. Aber ich finde das ganz spannend. Ich habe hier bei Instagram gefragt und ich habe wirklich einige Tipps mitbekommen. Und die gebe ich euch gleich mit. Reden wir erstmal über Wäsche. Es gibt viel Wäsche, weil ich weiß nicht warum. Wir sind nur zu zweit und also hier läuft gefühlt fast jeden zweiten Tag mindestens eine Waschmaschine. Ich bin da aber auch sehr pingelig, ne? Also ich mag es nicht, wenn Wäsche riecht oder wenn sie. Ich koche viel und dann riecht halt das T-Shirt nach, weiß ich nicht, nach Würstchen. Möchte ich nicht, wird gewaschen. Ich habe einige Produkte hier. Starten wir hiermit mit Domol. Das ist das Domol White Feinwaschmittel. Ich habe früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe, hat meine Mutter natürlich die Wäsche gemacht. Und ich habe nie verstanden, warum sie so viele verschiedene Waschmittel hatte. Sie hatte wirklich für schwarz, für bunt, für weiß, alles Mögliche. Und ich habe es immer nicht verstanden. Und dann bin ich ausgezogen und habe auch erstmal meine Wäsche. Ich habe alles in die Waschmaschine gepackt, egal welche Farben. Bis es zu einem ersten Vorfall kam und meine weißen T-Shirts einfach so einen Blaustich hatten. Ja, weil ich sie mit einer neuen Jeans gewaschen habe. So, und seitdem trenne ich meine Wäsche sehr rigoros nach heiß, nach weiß und nach schwarz oder bunt. Wir haben eigentlich nur blau und schwarz. Ich trenne das und ich merke schon, dass die Wäsche und die Farben vor allen Dingen sehr, sehr viel intensiver und lange bleiben. Gerade bei weiß fällt mir das auf. Das hat mir ganz gut gefallen. Das ist auch mit das günstigste. Bin auch ehrlich, ich bin da auch echt eine kleine Sparmaus, muss ich sagen. Ich gebe nicht gerne viel Geld für Waschmittel aus. Weiß ich nicht warum. Ah. Ich war gestern, muss ich euch kurz erzählen. Ich war gestern. Hier in der Nähe von Berlin gibt es das sieht so ein bisschen aus wie so eine verlassene Mall in Amerika. Und dort hat ein Laden aufgemacht, ich glaube der Preistempel oder so. Ganz furchtbarer Laden. Die haben eine alte Rewe-Filiale zugeramscht mit Ramsch. Aber es gab auch Waschmittel. Und zwar von Persil, ein 8-Liter-Bottich. Den habe ich mitgenommen. Hat mich gefreut. Das sind so die Dinge, in denen man sich in meinem Alter dann jetzt auch drüber freut. So. Domol für weiße Farben, ohne Mikroplastik, faserschonende Reinheit, Minat-Knötchen und Fusselbildung, strahlendes Weiß. Recovery-Effekt weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber es tut's. Es tut's wirklich auf jeden Fall. Deswegen kaufe ich das auch immer wieder nach. Genauso wie die schwarze Version, die ist jetzt von Denk mit. Ich habe die auch schon mal von Rossmann gekauft. Da wir aber mehr dunkle Wäsche haben, verbrauche ich auch hiervon deutlich mehr. Das ist Black Sensation von 20 bis 60 Grad. Ich wasche sehr, sehr selten auf 60 Grad. 60 Grad mache ich nur Unterwäsche, Socken und Handtücher und so Sportwäsche. Habe ich gleich noch was. Alles andere mache ich bei 30 Grad, beziehungsweise ich glaube 40 Grad kann unsere Maschine nur. Das reicht auch völlig aus. Längerer Erhalt der Farbintensität, das finde ich schon. Also da merkt man schon, ein ganz kleines bisschen ist sogar noch drin. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich an dieser Stelle immer erwähnen möchte, ist, wenn ihr Verpackungen habt, die schwarz sind. Die meisten Firmen haben mittlerweile verstanden, dass diese Verpackung könnte so nicht recycelt werden. Denn die Maschinen, die das Plastik sortieren nach Farben, damit es wieder eingeschmolzen werden kann, können dieses Schwarz nicht erkennen. Die meisten zumindest nicht. Und deswegen müsst ihr einmal hier den Deckel abmachen, weil der ist schwarz und es ist auch meistens ein anderer Kunststoff als die Verpackung. Und ihr müsst, ganz, ganz wichtig, ihr müsst diese Umverpackung entfernen. Da seht ihr es, es ist nämlich durchsichtig und dann kann die Maschine das auch erkennen. Trennen, das ist ein kleiner Handgriff mehr,
Aber es ist wichtig und macht einen wirklich großen, großen Unterschied. Falls ihr Hacks habt, was man aus diesen Verpackungen vielleicht machen könnte, vielleicht ein kleines DIY oder so, schreibt mir das mal in die Kommentare. Es könnte ganz spannend sein, oder? Es tut mir leid, wir reden heute viel über Wäsche. Wir kommen auch gleich zu Reinigungsmitteln. Ich habe hier noch einmal den Domol Hygienespüler. Ist für mich wirklich der beste, weil der wirklich was tut. Gerade bei Unterwäsche, gerade bei Socken, Handtüchern vor allen Dingen. Ich habe ja für mein Gesicht, habe ich so kleine wie so Waschlappen, die ich benutze, um mein Gesicht abzutrocknen. Da benutze ich natürlich nicht das große Handtuch. Und die wasche ich auch immer auf heiß und mit Hygienespüler. Den mache ich immer auf Vorwaschgang rein, dass alles schon mal tot ist und dann wird nochmal ausgewaschen. Beseitigt 99% der Bakterien sowie Pilze und spezielle Viren für Bettwäsche, Sportwäsche und Handtücher. Ich mache ja dieses EMS-Training, dieses Stromtraining und da ist ja so ein Anzug, den haben natürlich auch viele andere an und der riecht einfach bestialisch eklig. Ne? Ganz, 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 ganz furchtbar. Da muss das desinfiziert werden, weil du riechst beim nächsten Mal, es riecht einfach eklig. Es riecht wirklich unausstehlich. Und dafür benutze ich den, dann riecht der nicht mehr danach und dann wasche ich es meistens ja, also das ist ja die Vorwäsche und dann nochmal mit normalem Waschmittel dann hinterher. Das ist keine Funktionswäsche, das ist einfach nur so ein sehr, sehr elastisches Baumwollkonstrukt. Funktioniert sehr gut. Hab schon das Gefühl, dass es einen großen Unterschied macht, gerade bei Socken und Unterwäsche. Ne? Da mache ich lieber ein bisschen mehr rein. Und jetzt war ich ja eigentlich immer hier, ne? Lenor Weichspüler. Das ist meiner Meinung nach der schönste Weichspülerduft, den es gibt. Liebe ich sehr, sehr intensiv, kann ich immer nur bei meiner Wäsche benutzen, weil der nie darauf allergisch reagiert. Deswegen mache ich es natürlich dann, auch wenn ich ganz speziell meine Sachen wasche. Aber ich habe ein Problem mit Flüssigwaschmittel. Ich habe gerade in Verwendung, und seitdem ist das Problem wirklich behoben, von Frosch. Dieses hier, das ist dieses Granatapfelding, liebe ich sehr. Das ist ein Waschpulver. Ich wechsle oft zwischen Pulver und Flüssigwaschmittel. Diese Caps benutze ich gar nicht mehr, weil die sich einfach oft schlecht auflösen und dann so verschleimen. Und gerade bei uns hier, wir haben super kalkhaltiges Wasser, was natürlich schon doof für die Maschine ist. Wir haben Katzenhaare natürlich an unserer Wäsche mit dran und dann auch so Flüssigwaschmittel und Flüssigweichspüler. Das schleimt, das verklumpt und das macht diese ganzen Abflüsse einfach eklig und dann ist das große Problem, es stinkt. Die Waschmaschine stinkt sehr schnell, deswegen probiere ich davon eher so ein bisschen wegzukommen und habe jetzt auch gerade in Verwendung dieses Pulverwaschmittel von Frosch. Problem behoben, die Wäsche riecht gut, die Maschine, wenn ich sie öffne, stinkt danach nicht mehr und deswegen habe ich das jetzt auch nicht mehr gekauft. Brauchte aber trotzdem was, dass die Wäsche gut riecht. Ich liebe es, wenn Handtücher, Bettwäsche extrem gut duften und bin hierauf gestoßen. Lag daran, dass ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Die waren irgendwo mal irgendwann mit dabei. Die Lenor Unstoppables Wäscheparfum Fresh. Und die haben mir so gut gefallen, dass ich sie wirklich nachgekauft habe. Die sind recht teuer, aber ab und zu sind die stark reduziert. Ich habe die neulich bei Rossmann für, ich glaube, 2 € anstatt für 4 € gekauft. Und habe dann gleich ein paar mehr mitgenommen, weil die einfach toll sind. Die riechen toll, die verklumpen die Wäsche nicht. Es ist extrem duftend, langanhaltend duftend. Und ich habe euch auch gezeigt, was ich damit gemacht habe. Ich habe sie einfach in so kleine Organza-Säckchen gefüllt und überall im Haus verteilt. Das ganze Haus riecht nach frisch gewaschener Wäsche. Liebe ich sehr. Ich habe nämlich Angst vor diesen Duftsteckern, ne, die in der Steckdose sind, dass sie brennen. Deswegen mache ich das nicht, aber das in den Wäschesäckchen, super. Wir schauen mal, was die Community sagt, was es noch so für Haushaltstipps gibt. Armaturen mit Klarspüler reinigen und trockenwischen. Der Klarspüler ist im Moment wirklich, glaube ich, überall. Klarspüler nach dem Reinigen von Armaturen länger kalkfrei, Kalkreiniger auf die Duschscheiben, keine Kalkablagerung mehr. Klarspüler für Flecken auf Polstermöbeln, Möbeln, Teppichen und Autositzen geht so gut. Muss ich definitiv einmal ausprobieren. Wir haben tatsächlich keinen Klarspüler da. Ich wollte das schon lange mal probieren. Also falls ihr das sehen wollt, ob das funktioniert, schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Vielleicht habe ich es ja da schon geschafft. Und ein Tipp. Der hat sich wirklich auch bei mir so eingebrannt, schon lange. Den habe ich nämlich von meiner Mama. Meine Mama hat als erstes eine Ausbildung im Hotel gemacht. Und eins der ersten Dinge, die sie gelernt hat, war niemals mit leeren Händen gehen. Und das hat sich bei mir wirklich eingeprägt. Wenn ich von oben nach unten gehe, gucke ich einmal kurz um mich herum, liegt hier etwas, was hier nicht hingehört, und nehme es mit. Es ist sehr, sehr selten, dass ich von einer der Etagen hoch oder runter gehe, ohne etwas in der Hand zu haben, weil oft irgendwas mit hochgenommen wird, manchmal muss was wieder mit runtergenommen werden und so hast du deutlich effizienter den Haushalt so ein bisschen ordentlicher. Hier stehen jetzt gerade noch Sachen von einem alten Video, von dem Haarfavoritenvideo. Wenn ich gleich hier rausgehe, nehme ich das mit, bringe es ins Bad und gehe dann nach oben, habe aber in meinem Büro noch eine
ein Glas von meinem Kaffee heute Morgen, bringe das mit hoch, weil ich oben einen gelben Sack holen muss für den Müll hier. Und das hilft mir, dass ich viel effizienter bin und nicht diese 4 Stunden hin und her räumen muss, sondern gleich etwas habe und schon mitnehmen kann. Und das macht wirklich, wirklich Sinn, hat mir sehr gut geholfen. Zum Reinigen des Hauses kaufe ich oft diese Produkte hier. Das sind diese Tücher, das ist jetzt hier von Denk mit Allzwecktücher, feucht, egal von DM, von Rossmann, völlig egal. Benutze ich sehr, sehr gerne für mal zwischendrin. Niemals ins Klo machen, immer in den Müll machen. Das ist natürlich, wenn ihr mal so ein kleines Fellmäuschen habt und ab und zu machen die lustige Bewegungen mit dem Körper und dann ist es halt irgendwo ein bisschen. Ein Haarklumpen, eins Zeber weg und dann einfach mal kurz ein bisschen rüberwischen oder mal die Ablagen überwischen oder mal schnell die Schrankwand überwischen, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, gerade irgendwas gekocht hat und dann an die Vitrinen gekommen ist, schnell mal rüberwischen, kaufe ich immer wieder nach. Ich schaue auch immer nach den spannenden Düften. Ich mag diesen Zitronenduft irgendwie nicht. Das riecht für mich immer nach Klo, weiß ich nicht. Kaufe ich aber immer wieder nach, genauso wie, und das wisst ihr, für alles, was Reinigung angeht, sei es der Boden, sei es Oberflächen, irgendwas, kaufe ich nur noch Frosch. Außer für die Dusche, da habe ich Antikal oder Antikalk oder so. Ich kaufe nur Frosch, weil für mich es das Beste ist. Ich bin sehr empfindlich, was meine Augen, meine Nase angeht, auch meine Haut. Ich habe super trockene Hände und Frosch sind die einzigen Produkte, bei denen ich keine Probleme habe. Und in meinem Kopf. Wir haben zwei kleine Kater, die laufen über den Boden. Da will ich nicht mit Ajax rübergehen. Auch wenn es toll riecht, ich möchte nicht, dass die armen kleinen Mäuse, die ja nichts dafür können, dass wir Menschen ein ganz besonders steriles Haus haben wollen, dass sie dann Ajax, weiß ich nicht, Maiglöckchenduft an ihren kleinen Pfoten haben. Deswegen oben wird nur gewischt mit diesem Frosch-Neutralreiniger. Unten nehme ich auch mal den Orangenreiniger, aber generell nur Frosch. Und da habe ich hier gerade auch zwei Produkte aufgebraucht. Einmal den Glasspiritusreiniger, mag ich sehr, sehr gerne. Der ist nicht ganz so gut wie der von dieser hier, aber der ist trotzdem gut. Man kann die auch wieder befüllen. Ich habe nur ein Problem mit den Pumpköpfen oft, dass sie ganz schnell kaputt gehen bei mir. Also ich könnte es wahrscheinlich einmal befüllen und dann ist es auch kaputt. Glasspiritusreiniger benutze ich aber auch oft für andere Oberflächen, gerade für meinen Computer, für mein Handy, für alles, was so ein bisschen oberflächlich ist. Eine Sache, die ich nicht verstehe, wir haben das Haus ja übernommen von jemand anderem und der hat eine neue Küche einbauen lassen und unsere Mikrowelle hat so eine verspiegelte Front. Die ist halbdurchsichtig verspiegelt und da siehst du ja, du musst nur hingucken und da sind schon Flecken drauf. Furchtbar, dieses Ding sauber zu kriegen. Dafür ist das sehr, sehr gut, weil du siehst ja selbst Schlieren da drauf, weil die spiegeln ja dann. Das funktioniert dafür sehr gut. Und ein Produkt, was ich auch gerne wieder nachgekauft habe, da würde ich mir aber wünschen, liebes Froschteam, dass wir die vielleicht mal in einer größeren Version mit rauskriegen. Hier, das ist der Küchenhygienereiniger, hygienische Reinigung, lebensmittelsicher, nehme ich oft in der Küche. Wir haben eine sehr, sehr kleine Ablage in der Küche wo, oder eine Arbeitsfläche, wo sauber gemacht werden kann. Dann rutscht natürlich dann auch mal so eine Gurke auf die Arbeitsfläche und die möchte ich einfach sauber haben. Benutze ich jeden Tag nach jedem Kochen, bevor ich die Küche, also wenn ich die Küche aufgeräumt habe, nach dem Essen machen, wird sauber gemacht, immer sofort und dann kommt das ja auch mit drauf. Lass das kurz einwirken, hol mir was zu trinken, von unten mach noch irgendwas anderes und dann wische ich das weg. Ganz, 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 ganz toll. Und etwas, was ich euch noch mal mitgeben will, habe ich jetzt auch leer gemacht, ist von Fabulosa. Das benutze ich aber ausschließlich hier unten für mein Büro oder für mein Studio oder fürs Bad, da wo die Katzen nicht sind. Von Fabulosa ist diese Action-Ding, das macht jetzt nicht wirklich sauber, das riecht halt einfach nur krass. Ja, es hat gut gerochen, es hält auch sehr, sehr lange der Duft auch im Raum, aber das ist mir einfach, weiß ich nicht. Also ich will halt nicht Sachen nur, weil sie gut riechen haben, sondern ich will Sachen, die sauber machen und die nicht so ganz so schädlich sind. Putzmittel selber machen, damit fühle ich mich ehrlich gesagt auch nicht so. Habe ich auch ehrlich gesagt nicht so, bin ich ganz offen, kein Bock, da irgendwas Essig und irgendwas zusammenzumischen. Essig, da krieg ich einen Brechreiz von. Ganz, ganz furchtbar, dieser Essigduft. Da kaufe ich dann lieber, gebe ich dann lieber 50 Cent mehr für Froschprodukte aus und habe das Gefühl, dass wirklich alles wirklich sauber ist. Ne? Es ist ja nicht so, dass. Also. Liebes Froschteam, ich glaube, ich wäre langsam bereit für eine Zusammenarbeit, weil so viel wie ich über Frosch rede, I love you. Und Dr. Beckmann. Und Dr. Beckmann auch.
Zum Abschluss aber nochmal ein paar Tipps aus der Community. Duftperlen Lenor Unstuffables. In den Staubbehälter von Staubsauger machen, macht frische Luft. Funktioniert sehr, sehr gut. Auch mit dem Dyson habe ich auch schon gemacht. Und auch den finde ich sehr, sehr gut. Kann ich bei uns leider nicht machen, weil wir das nicht haben. Aber es klingt ziemlich gut. Auf Schränken oben Küchenrolle oder Zeitung auslegen. Dann muss man die Schrankoberflächen nicht abwischen, sondern kann einfach nur die Zeitungen runternehmen. Ganz, 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 ganz toller Tipp. Falls ihr vielleicht auch nochmal ein paar Hacks habt, die hier jetzt noch nicht mit dabei waren, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr mir vielleicht für einen sauberen, frischen Haushalt noch empfehlen könnt, ihr süßen Mäuse. Eure Putzfee Maxim macht sich tatsächlich jetzt auch gleich auf den Weg von oben nach unten zum Reinigen. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!